Hallo zusammen, hier eine Aufgabe zum Thema Akkordlohn. Gegeben sind folgende Daten für einen Facharbeiter: 14 Euro pro Stunde Zeitlohn, 20% Akkordzuschlag, die Vorgabezeit sind 5 Minuten pro Werkstück, der Facharbeiter schafft durchschnittlich 6 Werkstücke pro Stunde. Gefragt ist der Akkordsatz und der Akkordlohn. Als kleiner Hinweis, der Akkordsatz wird auch als Stückgeld bezeichnet. Wer die Aufgabe lösen will, hält das Video an dieser Stelle an. Kommen wir zur Lösung. Der Akkordrichtsatz berechnet sich aus dem Akkordlohn plus dem Akkordzuschlag. Der Akkordlohn ist gegeben mit 14 Euro pro Stunde und der Akkordzuschlag sind 20%. 20% von 14 Euro sind 2,80 Euro. Die Summe daraus, 16,80 Euro, ist der Akkordrichtsatz. Der Akkordsatz wiederum wird berechnet aus dem Akkordrichtsatz geteilt durch die Normalleistung. Den Akkordrichtsatz haben wir gerade berechnet mit 16,80 Euro und die Normalleistung ergibt sich aus der Vorgabezeit pro Werkstück, das sind 5 Minuten. Das bedeutet, dass in einer Stunde 12 Werkstücke gefertigt werden können. Dementsprechend 16,8 Euro geteilt durch 12 Stück ergibt 1,40 Euro pro Stück als Akkordsatz oder Stückgeld. Der Akkordlohn errechnet sich dann aus dem Akkordsatz mal der Menge. Der Akkordsatz 1,40 mal die Menge 6, die vom Facharbeiter durchschnittlich produziert werden, ergeben 8,40 Euro pro Stunde als Akkordlohn.